So, herzlich willkommen zurück bei Demon's Souls. Wir wollen ja heute ein bisschen Drachen töten. Demnach bin ich schon ein bisschen rumgelaufen und habe diesen Ort gesucht, den ich finden wollte. Und zwar war das der hier. Und hier sitzt kein Drache mehr. Na toll. Ich bin jetzt den ganzen Weg hierher gelaufen, damit hier kein Drache mehr sitzt. Schön. Warum nicht? Ja gut, pass auf. Dann pausieren wir hier nochmal kurz. Und ich werde schon mal zu dem Ort laufen, wo wir dann weitergehen. Und ja, bis gleich. Hey Leute, ohne Flachs, ging es hier schon immer runter? Da ist eine Echse zum Beispiel. Ging es hier schon immer runter? Ja, wieso? Wurscht. Kannst du mir mal sagen, warum ich die Echse nicht, also ganz ehrlich, selten so eine Scheiße gesehen. Das wurde der schlechteste Witz aller Zeiten, oder? Geht schon wieder gut los mit dem Spiel. So, Sichelmondgras, unbekannte Seele, unbekannte Seele, unbekannte Seele. Habe ich doch schon mal gefragt am Anfang, wie man da hinkommt. Da konnte man einfach so runtergehen? Ich habe es nicht gesehen. Was zur Hölle? Ist hier noch so? Noch mehr Loot? Wäre am Anfang bestimmt richtig hart gewesen. In dem Fall bin ich halt höchstgradig uneingeschüchtert. Beeinflusst meine Tendenz, wenn ich die töte? Warum? Und da darf ich nicht hoch. Ja gut, richtig spannend war es jetzt nicht. Die Echse ist entkommen, weil das Spiel scheiße ist. Ich habe es ja schon erklärt, das Spiel ist ja nicht scheiße an sich. Aber manche Parts des Spiels sind scheiße. Und das war einer davon. Die Tür hat sich scheinbar geöffnet, nehme ich an, wegen der Pure White Tendency. So, wir gehen mal dahin, wo wir hin müssen. So, hier müssen wir nämlich hin. Und bei 3 Minuten ist also okay. Und nicht zu viel Zeit verplempert. Die sind jetzt auch eher unser Level hier, die Guys. Exe verkrümelt sich, das ist okay für mich. Weiß. Warum soll ich hier so rumeiern? Und immerhin Zaubia, genau, Zauberer. So. Oh, hallo, Exe, ne? Nicht so ungut, aber dich haben wir eigentlich schon getötet. Egal, hinter mir ist ein Ritter, ein Böser. Oh, ich hab sie erwischt. Schnell looten. Schnell looten. Hey, na? So, und hier können wir jetzt Vollmondgras ohne Ende farmen. Haben schon wieder so scheiße viel Sichelmondgras bekommen. Du warst aber nicht gedacht. So, Neumondgras. Soldatenlotus. Gierig hier angelaufen kommt. Ich habe noch nicht gewusst, dass er gleich aufs Maul bekommt. So. Derselbe Drache, ne? Vom Anfang der rote. Muss ich mich direkt auf so einen blöden Turm stellen und den abschießen?
So, mein Lieber. Für dich haben wir Pfeile gekauft. Stellt euch darauf ein, dass das ein bisschen dauern könnte. Bisschen Schaden haben wir gemacht. 11. Kann ich den Kopf treffen? 9. Dreizehn, 11, 27. Weiß nicht mal, ob unsere Pfeile da reichen. Das ist jetzt irgendwie bitter, wenn wir das jetzt versuchen, dann reichen unsere Pfeile nicht. Was testen. Das war's nicht. Guck mal, ich muss gar nicht selbst aimen. Der trifft auch so. Dann aim ich ja jetzt schon perfekt gerade. Und die Magie geht sonst wohin. Nicht, ne? Ich schick mal den Bogen weg, das nervt. Dass ich erstmal bis vorhin nicht gehen kann. Ich nicht selber aimen, wo ich hinschießen will. Ja, schieß hoch. Wollt die wenigstens auch mal alle machen? Treffe ich aber nur, wenn er seine Flügel ausstreckt. Ein bisschen niedriger. Ich check das nicht. Wo muss ich ihn gucken? Immer noch safe, verrückterweise. Uff, ey. So kann ich auch den Körper nicht anvisieren. Einzige Mal, wenn ich treffe, ne, ist, wenn er zu mir guckt. Sonst kein Hit. Wo zaubert der denn hin, dass der nicht trifft? Nicht ganz koscher, sage ich dir. Na dann schießen wir mal fröhlich los hier. Das müssen wir dann halt irgendwie mit Magie hinkriegen. Wird eine sehr spannende Folge.
Idiot habe auch noch alle anderen Pfeile abgelegt. Ich dachte, hey, die reichen schon, die Pfeile, kein Problem. Piu. 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 Das ist weit weg von spannend, nicht wahr? Fliegt der Drache weg. Warte mal, ich bin immer gerade unzufrieden. Unser NPC gerade da und der wird verprügelt von dem. Stirb, irgendwie. Ich muss noch ein bisschen beeilen. Yep, genau das passiert hier gerade. Nee, Spike, jetzt nicht. Keep the flying, listen to me! Eins. Zwei. Jetzt muss ich laufen, wenn das aufhört. Ich war zu langsam. Der spuckt ja, glaube ich, nicht hin, ne? So hoch kann man nicht aimen, ja, scheiße. Alles so Mist, ey, ernsthaft. Ich weiß nicht mal, ob ich treffe, das ist doch scheiße. Mache ich die scheiß Questline jetzt halt fertig. Oh, it's you, is it? My father is up above. Well, what's left of him anyway? I began this quest in a search for truth. Please, kill my father. In his this key fits the Boletaria Mausoleum.
Inside the mausoleum are my father's two swords, Soulbrand and Demonbrand. Use them to bring an end to this madness. Mausoleumsschlüssel? Wie? Piggy, warum tust du das? Mausoleumsschlüssel. Ist er das jetzt als rotes Phantom? Du musst mit deinen Rollen vorsichtiger sein, Kumpel. Oh. Schwert und Runenschild. Ich hoffe, uns warte ich jetzt ganz offensichtlich im Boss. Wir können die Quest jetzt einfach nicht abschließen, weil wir den Drachen da oben nicht treffen. Das ist so scheiße. Sowas ist einfach so ein Mist. Bei 17 Minuten sind wir jetzt, kommt dieser eine Bossfight hier noch. Wir brauchen aber die Drachenseele, da muss der Typ halt erstmal sterben, bevor wir die Drachenseele kriegen. Mache ich das aber auf Video, ne? Oder? Oder wollt ihr das noch als Folge dann sehen? Ich diese blöden Drachen töte. Hallo? Der schwierigste Boss in Demon's Souls, glaube ich. Gönnen wir uns mal, wa? Oh shit. Er rennt weg. Der brennt nicht. Nein, Spike, jetzt nicht. Jetzt wirklich überhaupt nicht. Nein. Ab. Er ist doch ein Handicap. Der Kater steht mir vor der Nase. Spike, nein. Ab jetzt. Jetzt nicht. Spike, nein. Ab jetzt. Kusch. Mal Schonung casten, wenn ich darf. Ja, egal, es hat gepasst. Nein! Honk. Nein! Oh. Egal, ich höre mich trotzdem. Kater will gerade unbedingt kuscheln. No matter what, da geht er über Leichen. Über meine Demon's Souls Leiche. Spike.
Das ist echt so uncool, was du gerade machst. Und first try. So, Spikey, hi. Na? So, Trophäe des falschen Königs. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann noch tun kann. How did you defeat my precious demon? No human has an appetite for souls such as you. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be back in again. Mein Kater liegt auf der Maus, so by the way. Komm her, Spike, komm. Komm an. Okay, komm her. Okay. Also jetzt kann man da runter, das ist schön. Ich will aber nicht und ich traue mich gar nicht, sie anzusprechen. Hallo. Are you here for more very Yes, mate. You. Okay, aber sie bringen mir nichts mehr bei. I'm afraid that Frake too has ventured. Hallo. Bravo! I thank you. So. Aber die kann ich ja nicht. Ich für diese Seele schon mal nicht. Hält man eigentlich die Dämonenseelen, wenn man das Spiel neu startet? Ich glaube nicht, ne? Aber ich muss sterben. Problem ist, wenn ich runterspringe. Sterbe ich dann, wenn ich runterspringe, oder komme ich zum Endboss und bin dann aus Versehen durch? Oh, ist das gerade schwierig. Spreche ich sie an wegen Leveln? Spreche ich sie nicht an? Spreche ich sie mal an. Hark, I hear voice of yore. The old one is calling for thee. Let us proceed below to its lair. Toll. Brought thee what thou wishest, thy new demon. Come now, be good.
So, hier wollte ich schon mal gar nicht hin. Kann ich wieder gehen? Kann ich. Nice. Nexus zurückkehren, ja. Ich darf jetzt auch skillen und solche Dinge tun. Wird das Spiel nämlich noch gar nicht beenden. Ist sie noch hier oder ist sie jetzt unten? Sie ist jetzt nicht mehr da, ne? Kann ich ja gar nicht skillen. Jetzt hier reinspringen, was passiert, bin ich dann tot? Ja. Hier war das eine scheiß Idee, jetzt komme ich gar nicht mehr runter, ne? Doch, dann muss ich das Bonfire hier benutzen. Ja, aber pass auf, ich bin wieder menschlich. Nicht mehr menschlich. Schon mal gut. Ja, und was tun wir jetzt? Wir können nicht mehr leveln. Wir können noch Sachen machen, aber leveln können wir nicht mehr. Wollen wir jetzt echt noch den Drachen töten? Wollen wir jetzt aber drauf scheißen und das Spiel beenden? Ich wollte ja noch NPCs töten und was weiß ich, was heißt. Also was, scheiß was drauf. Wir beenden das Spiel. Und noch die ganzen NPCs töten und was weiß ich, was alles tun. Aber stattdessen, wir beenden es einfach. Bring's zu Ende. Bring es zu Ende. This is the end, you know. La 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 la. Hier. Hallo. Let us proceed below to its. Oh, wir sind doch hier. Na dann. Das sieht schon geil aus, muss man sagen. You have been chosen by the Old One. Shalt thou seek everlasting demon souls? Or obey that naive monumental? Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome here. So, wir können jetzt irgendwie entscheiden, scheinbar. Surely you have seen for yourself the suffering that fills this world. But fight poison with poison. God is merciful. And so created the Old One. How will you be free to bring our souls and put an end to our tragic realm of existence? König Elend übrigens. You fool! Don't you understand? No one wishes to go on. Ein Dämon wurde vernichtet. Du wurdest wiederbelebt. Oh, wir haben mal einen Schlüssel bekommen fürs Mausoleum. No. Seelenbrand. Das haben wir jetzt verkackt, oder? Das kann ich entscheiden. Gehe ich weiter? Oder gehe ich raus? Oh, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Dein Werk ist done. Demons, go back above. The Nexus shall imprison thee no longer.
slumber. The old one and I shall slumber interminably. That is the way it must be. Thou mayst go. Be gone to thine world. The old one and thou mayst. Wenn ich sie jetzt töten würde? The old one, thou mayst go. Na dann, gehen wir halt. My thanks. At last my duty is fulfilled. Na dann. Swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of soul arts. The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. Also wir wurden zum Gewaltigen? Sehe ich das richtig? Demon Souls. From Software Stuff. Ja, und damit haben wir Demon Souls schon beendet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute Demon Souls durchspiele. Ich spiele jetzt gerade nach der Arbeit, nach meiner Spätschicht. Habe also erst um 22:30 angefangen zu spielen. Jetzt haben wir es 23:30. Ja. Ende. Durchgespielt. Tja, was kann ich zu Demon's Souls sagen? Sehr, sehr gutes Spiel. Sehr, sehr gut, wirklich. Natürlich hat es die meisten Krankheiten, offenbar. Aber es war ja auch der erste Teil davon. Also, die Bosse waren ziemlich cool. Die Story ist tatsächlich irgendwie cool. Die Bosse sind cool inszeniert. Das Level-Design gefällt mir eigentlich echt gut. Tja, ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte sehr viel Spaß. Jetzt ärgert es mich zwar ein bisschen, dass wir nicht noch beim Mausoleum waren. Der hat uns ja einen Schlüssel gegeben. Hätten wir vielleicht zwei geile Schwerter holen können. Wenn wir seine Questline abgeschlossen haben. Eine bestimmte Achievement gegeben oder so, aber jetzt ist es zu spät. It's over. Schon schade. Hatte meinen Spaß. New Game Plus werde ich ein bisschen daddeln. Und werde versuchen, Pure Black zu haben. Also werde ich NPCs töten und all solche Paxen. Wie viel sehen, es wohl mit Pure Black in dieser Stormswelt gibt, bei dem Manta-Boss. Schon verdammt viele. So, jetzt habe ich tatsächlich Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne auf meinem YouTube-Kanal.
Sehr schön. Dazu noch Sekiro. Und auch wenn es nicht von From Software ist, The Search. Cool. Geht natürlich noch Nioh, Ashen, das andere, wie auch immer es heißt, Immortal, Lords of the Fallen. Das sind jetzt irgendwie noch die, die fehlen. Aber die kommen schon noch. Ach, das war schön, aber leicht. Ich meine, gut, wir haben Magier gespielt. Das Spiel war sehr leicht. Ich glaube, die Schwierigkeit hat sich auch erst später so ein bisschen entwickelt. So. Dark Souls 1 ist auch sehr leicht. Dark Souls 2 ist auch nicht so schwer. Dark Souls 3 finde ich am schwersten eigentlich. Dark Souls 3 ist echt cool. Man kann echt nicht meckern. Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3. Ich weiß, zwei mögen viele nicht, aber ich finde es cool mit dem Dual-Wielden. Ich finde es cool, dass du Bosse mehrfach legen kannst, also Bosse richtig farmen kannst, ohne das Spiel nochmal durchspielen zu müssen. Schwere Jungfrau-Dämonenseele. Okay. Also ich finde das alles ziemlich cool. Muss ich gestehen. Dark Souls 2 ist echt cool. Ja, von allen der schwächste Teil, aber ziemlich cool. Na, jetzt haben wir nochmal das Intro. Jetzt spawnen wir im New Game Plus. So. Trophäe des Einigers der Welt. So. Hi. Weiß, wer du bist. Hast du meine Sachen noch? Hast du. Glück gehabt. So, ich würde sagen, den töten wir jetzt einfach. Bisher schon. Holy. Ich muss ja meine Tendency ruinieren. Gut, der hat eine Blutung von uns. Problem. Ich habe ihn aber voll weggetötet. Aber nicht schlecht, aber echt stark. Also alle noch gar nicht da, ne? Muss ich hier voll in die erste Welt und alles wieder machen, ne? Den brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, ich greife ihn auch noch an. Ja, du bist Baldwin, aber du wirst gerade auch verprügelt. Den NPCs, die wir nicht brauchen, lassen wir einfach weg. Gottes Hände. 14.000 Seelen gab der sogar. Seelenbrand. Skaliert gar nichts. Das ist Voraussetzung. 18 Stärke, 14 Baby, 12 Magie. Kennen den also auch. Guck mal. 130 plus 130. Warte mal, die ist besser als unsere. Wait.
Warte mal. Ach. Ist besser als unsere, aber wir haben die Stats dafür nicht. Lol. Wir müssen leveln. Oh, cool. Das finde ich geil. Ja, gut. So. Dann sind wir 41 Minuten. Ich würde sagen, von dem Let's Play verabschieden wir uns jetzt schon mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Demon's Souls kann ich nur empfehlen. Bis dahin. Ciao.